Ja, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Samstag. Ah, wir werden jetzt gleich frühstücken. Aber ich habe gestern noch ein Paket abgeholt von BH Cosmetics und ich weiß nicht, was drin ist und ich kann's nicht mehr abwarten. Ich will unbedingt reingucken und ich dachte, ich mache das mit euch zusammen. Oh, Gefahr! Okay, are you ready? What is this? Oh, ich hab's. Oh, Mensch. BH Fairy Lights Collection 20 Color Shadow Palette Shimmering Body Powder with Mini Brush 11 Brush Piece Brush. Boah, Alter. Oh Gott. Okay. I did not expect that. Ah, doch. Kannst du mir mal kurz helfen? Bitte? Danke. Da ist eine Lichterkette drin. Guck mal. Wow. Cool. Okay, Leute, das wird, glaube ich, nichts. Ja, okay. Also, da ist ein Pinselset drin mit 11 Pinseln. Die sehen mega schön aus und das scheint eine Lidschattenpalette zu sein. Oh, mega schön. Aber warum ist hier eine Lichterkette drin? I don't get these. Fairy Lights Limited Holiday Collection. Also, Lidschattenpalette mit 20 Farben in edlen Juwelen-Shades, warmen Erdtönen und kühlen neutralen Nuancen. Pinselset mit Pinselhalter. Elfteiliges Pinselset mit seidig-weichen Gesichts- und Augenpinseln, mit denen du mühelos flüssige, cremige und pudrige Texturen aufträgst und verblendet. Die Fairy Lights Collection findet ihr ab sofort in ausgewählten DM-Filialen und online auf dm.de. Aber what is this? Hä? Ach, da soll wahrscheinlich eigentlich die Palette rein. Ah, okay. Oh Mann! Bleib doch jetzt mal auf. Aber was ist hier? Okay, Sekunde. Ich habe mich gerade voll erschrocken, weil die leuchtet bunt. Das ist ja mega geil. Guck es. Geil. Ja, ey, mega cool. Also ich glaube, ich habe nämlich gerade überlegt, ob ich heute auch wieder ungeschminkt gehe. Aber ich glaube, das hat sich erledigt, weil I will try this. Hey. Doch, richtig cool. Also die Pinsel liebe ich ja sowieso von BH Cosmetics. Benutze ich auch fast nur. Und die sieht voll hübsch aus. Fass mal an. Die ist so sandig. Cool. Die haben eine Oberflächenstruktur, ja. Ja. Und wir Okay. haben eine neue Lichterkette. Super. Oh, er kriegt's raus. Oder auch nicht. Doch. Guter Typ. Hier hast du die ganzen. Ja, ein Powder Brush, ein Buffer Brush, ein Diffusing Contour Brush, ein Multitasking Face Brush, ein Angled Eye Setting Brush, ein Flat Setting Brush, ein Blending Brush, ein Crease Blending Brush, ein Dense Smudge Brush, ein Flat Detailing Brush, ein Pointer Brush und ein Angled Brush Holder. Tada! Oh, das ist auch. Oh, nice. Zeig mal die Pinsel. Oh, die gefallen mir. Von Farbe her. Triebsch. Die sind auch von der Struktur her, so Ja, wie. richtig. Ja. So sehr sandy. Cool. Kommt gleich direkt auf meinen Schminktisch und dann werde ich mich heute Abend damit schminken. Ich freue mich. Und damit auch. So gehe ich. Ich mache mir das auf meinen Kopf und dann gehe ich so arbeiten. Okay? Deal? Kannst du jetzt Frühstück holen? Fabio, welche Farbe aus der Palette meinst du gefällt mir am besten? Ganz klar die. Nein. Natürlich nicht. Hä, seit wann trage ich denn so Das krasses ist auch Pink? Spaß gewesen. Ah, okay. Ich dachte, das Das wäre ist ernst. doch voll krass. Ja, also kann man schon geile Sachen mitmachen, aber Ja. was bin ich? Welche Farbe? Welche Farbe du bist? Ja, also was? Welche spricht mich direkt an? Sind zwei, würde ich sagen. Nee. Doch, es sind zwei. Ich habe aber nur eine. Diese hier. Nee, beide nicht. Echt nicht? Das? Nee. Gut.
schon sagen. Also ja, die finde ich beide auch schön, ja, aber ich habe eher auf was anderes geguckt. Ja, ich auch. Aber ich habe auf was anderes geguckt. Eigentlich. Ja, du bist aber nicht hier in Team Pink unterwegs. Nee. Gut, das, schon mal, das war mir klar. Die beiden auch nicht. Nee. Hier, die drei. Nee. Vier. Nee. Sehr gut. Toll, gleich bleiben ja nur dunkel. Noch eine übrig. Das ist dir auch zu dunkel. Ja. Das ist eigentlich... Nee, damit könnte man, glaube ich, auch coole Sachen machen. Das ist nicht so dunkel, aber... Das ist schon dunkel. So ein Misch von den beiden. Brudi. Bei der James-Charles-Palette damals hattest du direkt auf Anhieb richtig. Ja, ich persönlich finde diese Farbe hier am schönsten. Ich meine auf jeden Fall keine matte Farbe. Von den matten Farben finde ich auch die beiden am schönsten. Ja. Oder? Richtig, ja. Gut. Und matt hast du tatsächlich recht, das wären die zwei. Ja. Und Schimmer die. Ja. Eindeutig. Frag mich doch einfach. Hab ich doch. Gut. Kannst du jetzt Essen holen mit ihm? Immer noch nicht. Ah. Okay, es geht wieder zu Good To Go von einem Bäcker und wir schauen mal, was drin ist. Also so ein Croissant-Kringel-Ding. Dann das ist, oha, das ist scheinbar gefüllt mit so Feta. Dann haben wir ein überbackenes Käsebrötchen mit Tomate, würde ich schätzen. Oh, ein süßes Schoko-Ding. Börek. Ich glaube mit Feta. Dann haben wir ein Körner. Ach, scheiße, ich stelle das auf den Tisch. Ein Schokostick. Oh, geil. Ein Körnerbrötchen. Ich glaube noch ein Körner. Nee, ein Roggen. Ein Käsecroissant, glaube ich. Ein Käsecroissant. Das ist ein Käsecroissant. Noch mehr. Noch ein normales Croissant. Und, oh mein Gott, das Highlight ganz hinten. Ein Käsebrötchen. Oh, geil. Alles für 3,50 Euro. Leute, Too Good To Go ist der Shit. Keine bezahlte Werbung. Einfach geil. So, ich habe jetzt gekocht. Und zwar ein Butterhuhn. Und das ist fertig. Da habe ich so ein Fertigweiß jetzt zu gemacht, weil ich wollte jetzt kein Naanbrot selber machen. Dann haben wir ja hier noch Brot und so. Das gibt's jetzt. Und ich glaube, das ist so lecker. Oh mein Gott. So, ihr Lieben, wir haben fertig gegessen. Ich sehe mich total merkwürdig. Also ich habe mich auch gefühlt vor lange nicht mehr geschminkt. Ich werde jetzt die Palette benutzen. Ich habe auch gerade schon die Pinsel ausgepackt. Und das sieht so schön aus. Und dachte, ich nehme euch einfach mal mit. So sieht die aus. Und ihr wisst, das ist ja meine Favorite-Farbe. Ich weiß aber nicht, ob ich die jetzt benutzen werde. Wobei, ganz ehrlich, ich glaube schon, wenn das meine Favorite-Farbe ist, dann benutzen wir sie einfach. So, ich gucke jetzt mal, ob mein Auge so klar geht. Dann, was ist das denn eigentlich für ein Pinsel? Guck mal, wie der aussieht. Der ist so dreieckig. Sekunde, ich habe die Verpackung noch. Nummer 5. Angled Eye Setting Brush. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal in diese Farbe und sette damit mein Auge. Jetzt nehme ich mir mal hier so einen größeren Blendepinsel und gehe in dieses Hellrosa hier. Aber ich habe voll Angst, diese Palette anzufassen, weil ich Angst habe, dass dieses ganze Glitzer abgeht, wenn ich es berühre. Aber tut es bisher nicht. Also seht ihr hier alles? Ist das okay so? Fange ich mal mit dem Auge an, damit ihr das auch ein bisschen seht. Oh, das ist sehr hell. Aber das soll ja nur für die Verblendefarbe sein. Ein bisschen trockene Haut sehe ich gerade. Ich glaube, ich muss mir mehr meine Haut mal eincremen. Wie ich einfach nicht aufhöre, mich rosa und pink und so zu schminken, auch wenn meine Haare orange sind. Ich weiß gar nicht, passt das zusammen? Nein, oder? Aber ich mach's trotzdem. Ihr kennt mich. So, jetzt... Oh cool, da ist ja auch so ein mini-kleiner Pupspinsel drin. Die brauche ich manchmal tatsächlich. Was steht da drauf, wofür der gedacht ist? Nummer 11. Eyeliner. Pointer Brush. Zum Pointen. Hier sind auch übrigens große Gesichtspinsel. Ach, die fühlt sich so gut aus. Ich liebe die BH Cosmetics Pinsel. Also wirklich Pinsel, BH Cosmetics und zu Eva. Sind auch eigentlich alle Pinsel, die ich hier habe. Ich habe hier das Pinselset. Dann habe ich hier, da sind Bellas Pinsel drin, Marvins Pinsel drin. Noch andere von BH Cosmetics. Und dann habe ich halt hier die zwei Pinselhalter. Da ist zu Eva drin. Boutique. Die sind auch gut. Fällt mir gerade auf. Genau, und dann hier noch so mit großen Gesichtspinseln. Da ist auch alles gemischt. Das zum Beispiel sind Primark Pinsel.
Die waren auch tatsächlich ganz gut. Und das ist Real Techniques. Davon habe ich aber nicht so viele. Die sind aber auch ganz gut. Oh nein! Guckt mal, was passiert ist. Scheinbar habe ich da voll reingedatscht. Ich habe es überhaupt nicht mitgekriegt. Hey, naja. So, jetzt bräuchte ich so einen flachen Pinsel, aber als Auswahl habe ich nur die zwei und der ist ein bisschen groß und der ist ein bisschen klein. Dann nehme ich meinen Finger und gehe jetzt in diese Farbe, die halt meine Favorite-Farbe ist. Und die sieht richtig geil aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich lieb's. Ich lieb's richtig. Oh. I love it. Hätten wir das auch erledigt. Jetzt nehme ich mir diesen Pinsel, der ist so, ja auch so ein Blendepinsel, aber so ein bisschen länglicher und gehe in diese Farbe. So, die setze ich jetzt an den Außenwinkel und in die Lidfalte und blende das halt mit dem leichten Rosa von eben zusammen. Manchmal mache ich das tatsächlich so rum. Eigentlich mache ich immer erst die matten und dann das Schimmernde, weil ihr seht es vielleicht jetzt. Jetzt mache ich mit dem Pinsel, weil ich hier so drüber wische, ein bisschen von dem Schimmer wieder weg. Fragt mich nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Und ihr seht, die sind gar nicht so krass deckend jetzt bei der Palette. Aber die kann man ziemlich gut aufbauen. Von daher passt das eigentlich. Dann hat man nicht direkt so ein krasses Pigment und muss so mega vorsichtig sein. Das kann halt auch von Vorteil sein. Deswegen finde ich das gerade gar nicht so schlecht. Dann geht man halt einfach ein, zwei Mal mehr drüber, anstatt halt direkt viel zu viel drauf zu haben. Also das ist eigentlich in Ordnung. Ist halt je nachdem, was man halt präferiert, ne? Aber der Shimmer Shade zum Beispiel, der hat schon richtig ordentlich reingehauen, ne? So, dann gebe ich jetzt nochmal ein bisschen mit dem Finger drauf, weil ich ja wieder ein bisschen was weggewischt habe. Jetzt möchte ich aber noch was Dunkleres haben. Ich glaube, dann gehe ich jetzt mal in die Farbe, wo ich hier sowieso eben schon reingedatscht habe. Oh, ihr seht es gar nicht da. Oh, krass, okay. Also bei der könnte ich mir vorstellen, allein schon was den Pinsel angeht, dass die viel pigmentierter ist. Ja, man sieht es auch direkt. Okay. Also das war jetzt diese Pinke, die jetzt ein bisschen leichter pigmentiert war. Seht ihr, jetzt habe ich wieder viel zu viel, weil ich damit jetzt nicht gerechnet habe. Und muss jetzt gucken, dass ich da jetzt irgendwie mit klarkomme. Toll. Aber das kriegen wir hin. So, ich mache den Pinsel einmal kurz ein bisschen sauber, gehe wieder in das Pink und blende das aus. Oh, die lassen sich richtig schön ausblenden. Seht ihr das hier gerade? Oh mein Gott, I love it. Ein klein bisschen Glitzer ist hier überall rumgeflogen. So, haben wir was, um meine Augenbraue ein bisschen hervorzuheben? Ja, und zwar das, was ich vorhin auch als Base drauf gegeben habe. Das finde ich, glaube ich, ziemlich schön für den Part hier. Oh ja, das ist genau meine Farbe. So eine Farbe liebe ich als Augenbrauen-Highlight. Also das heißt Highlight. Ich highlighte nicht so richtig krass. So, ich gebe da selten irgendwas Schimmerndes oder so hin. Aber sowas, I love it. Einfach so einen richtig schönen, hellen, matten Ton. Der kann auch ein ganz klein bisschen Schimmer drin haben. So wie zum Beispiel bei der Modern Renaissance oder Soft Glam Palette. Der helle Ton. Finde ich auch schön. Aber zu viel Schimmer mag ich nicht unter der Augenbraue. Das ist jetzt so meine persönliche Präferenz. Jetzt gehe ich nochmal in das ganz helle Rosa und blende das hier nochmal so ein bisschen zusammen. Mann, würde meine Haut nicht so trocken sein. Ich sehe das hier nämlich, ich habe hier überall so kleine Hautschüppchen. Wird das alles ein bisschen schöner aussehen, aber wir sind hier ja nicht bei Wunsch dir was, wohl. Aber mir gefällt das Ergebnis, muss ich gerade mal sagen, richtig gut. Also die Farbkombination und so. So, und jetzt kümmern wir uns um den unteren Wimpernkranz. Und dafür ist der Pinsel eigentlich ganz geil. Oder so einer. Eigentlich auch. Ich glaube, ich nehme mal den. Joa, was machen wir denn da? Eigentlich wäre es ja geil, wenn wir im selben Farbschema bleiben. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal wieder in das Rosa. Ihr seht es aber auch schon auf dem Pinsel, ne? Also, die Farbe ist nicht so gut pigmentiert, aber ist, wie gesagt, nicht dramatisch, weil sie lässt sich schichten. Wenn das jetzt so eine wäre, die nicht gut pigmentiert wäre und sich aber auch nicht schichten lässt, dann würde ich mir denken, gut, was soll das? Aber ihr seht,
Ich gehe einfach ein, zwei Mal mehr drüber. Und gut, ihr seht, ich habe nichts rausgeschnitten oder sonst irgendwas. Weil ich ja die ganze Zeit am Labern bin. Gefällt mir, weil ich habe hier übrigens voll den Pickel. Well. So, und jetzt gehe ich doch noch in diesen Pinsel von... Mann, macht der die ganze Zeit hier hell und gehe nochmal in das Braun, was ich auch für den äußeren Wimpernrand, Außenwinkel benutzt habe. Ihr seht, das ist viel, viel krasser pigmentiert. Und das gebe ich jetzt hier nur so an die Wasserlinie. Übrigens fällt mir da ein, was ich gleich auch noch ausprobieren kann. Und zwar so ein Schwarz, um so ein bisschen hier zu verdichten. Da ist ja so ein richtig dunkles drin. Ich glaube nicht, dass das ein richtiges Schwarz ist. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich dunkel. Och, wobei. Sieht gar nicht so verkehrt aus. Das, okay, das sieht tatsächlich... Das hätte ich, Scheiße, anders erwartet. So, was machen wir denn jetzt? Boah, ich finde aber auch diese Farbe und so, ne, voll geil. Und das will ich gleich als Highlight benutzen. Das weiß ich jetzt schon. Jetzt mache ich mal ganz kurz Wimperntusche und so einen Spaß. So, ich habe jetzt soweit alles fertig. Ich habe gerade Setting Spray benutzt, deswegen glänze ich. Ich werde jetzt diese Farbe benutzen als Highlight und bin gespannt, weil die super schön aussieht in dem Pännchen. Oh, jetzt sehe ich gerade, jetzt habe ich ein bisschen Wimperntusche hier vom Setting Spray Kacke. Oh mein Gott, seht ihr das? I love it. Ich muss unbedingt nächste Woche zum Wimpern auffüllen, weil die sind zwar jetzt noch okay, aber so in der Woche so nicht mehr ganz. Apropos, mir fällt gerade was auf. Heute in einer Woche, nämlich nächsten Samstag, das habe ich euch gar nicht erzählt, Tatsache, weil ich letztes Wochenende nicht gevloggt habe, bin ich auf der Christmas Party von Dagi B, beziehungsweise von BT. Und das ist so krass, ich habe da gewonnen. Also ich habe kommentiert bei BT und habe letztes Wochenende die Zusage bekommen, dass ich dabei sein werde. Und ich freue mich mega, weil ich finde Dagi halt total cool. Ich mag sie sehr und die BT Produkte mag ich auch total. Ich habe übrigens auch gerade hier die BT-Konturpalette benutzt. Die benutze ich sehr oft. Ja, ich freue mich riesig. Ich bin gespannt, wie das wird. Gespannt, wer da sein wird, was da alles so passiert und so weiter und so fort. Ich freue mich wirklich sehr. Und ja, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Also ich werde auf der BT-Christmas-Party sein. Ich nehme jetzt übrigens die Schatten als komplettes Highlight, by the way. Hoffe, dass der nicht zu krass ist für meine Wangen. Aber ich glaube, zu viel Highlight geht gar nicht, ne? Ja. Also ich freue mich mega. Und wie bin ich da drauf gekommen? Das sieht so schön aus. Halleluja. Geil. Okay, ich bin soweit fertig. Soweit fertig. Ich mache jetzt gleich nur noch Lippenstift drauf, aber ich putze noch einmal kurz vorher Zähne. Und dann geht's nämlich arbeiten. Also die Pinsel kann ich auch mal wieder hier rein verstauen. Geiles Pinselset. Einiges jetzt getestet, wie man sieht. Und das weg und die Palette. Gefällt mir richtig gut. Das heißt, ich ziehe mich jetzt mal an. Mach mich soweit fertig und so. Und dann mache ich mich zu Ende fertig. Haare, Lippen und so ein Scheiß. Aber ich finde das Make-up mega hübsch. So, ready. Ich habe mir jetzt hier so einen Bobble gemacht. Und jetzt gehe ich arbeiten. Bis dann. Bye. Das war's mit dem Vlog. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und auch einen Kommentar da. Ansonsten könnt ihr hier sehr gerne in meinen letzten Vlog reinklicken. Hier unten findet ihr die Playlist. Hier gibt es den Vlog von vor genau einem Jahr. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog. Daily, daily,